Sottle, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, schönen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Apocalypse Now Mod hier. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Tag 16, 4.40 Uhr morgens. Wir stehen bei uns in der Butze. Ich habe schon mal ein bisschen weggeräumt und so, ne? Ja, was soll ich sagen? Wir haben ja letzte Folge gebaut, ne? Wasserburg, Base, genau. So haben wir das. Wir wollten das da hinten hin machen, ne? Na, jetzt haben wir es dahin gemacht, egal. Auf jeden Fall, du hast ja die beiden rot leuchtenden Cops da hinten im Wasser gesehen, ne? Ich war natürlich so neugierig und musste gucken gehen, ja? Und diese gesamte Horde, die stand da hinten im Wasser. Ne? Die stand wirklich unter Wasser am Boden und stand da auch im See rum. Keine Ahnung, was die da gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich dann die Beine in die Hand genommen und bin abgehauen. Da hinten ist schon wieder hier Maya unterwegs. Und ja, jetzt müssen wir mal den Rest hier einräumen, den wir noch irgendwie hier reinkriegen müssen, dass wir ihn loswerden. Ich glaube, die können wir mal hier behalten. Aber das kann alles weg. Der Bogen kann weg, die AK kann weg, die Pistole kann weg, weil das wollen wir sowieso nicht nehmen. Die können wir gleich verkaufen. Das kann alles weg hier. So, Dynamit ist auch keine gute Idee bei Ede. Das fliegt uns also um die Ohren. Das ist noch das Eisen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir heute wieder ein bisschen Ressourcen kriegen. Und halt auch noch jede Menge vorbereiten, wieder für hinten, ne? Die sollen dann hier rein, das soll nicht da unten rein, was soll denn das? Überall ist alles voll hier, meine Güte. Die behalten wir mal, wir können nämlich noch die Quest hier machen, ne? So, Fetzen müssen wir auch noch irgendwo haben. Was brauchen wir denn dafür? Stofffetzen brauchen wir dafür, okay. So, die können wir gleich verkaufen. Die Kirschen lasse ich auch mal hier, die könnten wir essen. Da sind noch die Burgerbrötchen, die lege ich auf Seite. Es ist mal wieder alles auf 100 hier, weil ich mit dem Debug-Modus gerade hier rüber geflogen bin. Beziehungsweise vor der Horde geflüchtet, weil die hätte uns gekillt, ja. Keine Chance, da waren Demolisher und alles bei. Und wir standen da auf unserem Holzding. Gebe ich ganz ehrlich zu, ja, da wollte ich nicht sterben, weil war eh schon irgendwie spät und ich wollte jetzt nicht hier noch 2 Stunden zurücklaufen oder mein Zeug holen und, ne. Deswegen habe ich mich gerade verpiesematuckelt. Aber das ist eine gute Überleitung zu den Kommentaren. Denn da ist auch einer bei, über den wir gleich reden müssen. Ja? Ich fange jetzt erstmal ganz oben an. DN schreibt, Plätzchen Spaß mit Ede. Ein Spaß für die ganze Familie. Selbst die Oma ist begeistert. Meinst du? Haben wir hier eine Oma, die zuschaut? Oder ein Opa? Hm? Keine Ahnung. Wenn ja, könnt ihr euch gerne melden. Würde mich mal interessieren. So, Epi schreibt, das Bauen gehört halt auch irgendwie dazu, sollte schon drin sein. Zur Not vielleicht mal ein paar Minuten im Zeitraffer machen, sieht man den Fortschritt und die Arbeit. Hast du mal nach Taucherhelm oder ähnlichem gesucht, statt nach Diving? Jo, dann ist das noch länger, aber wieder eine coole Folge. Okay, so, nein, habe ich noch nicht geguckt, aber ich glaube, es stand auch hier unten drin. Der richtige Begriff jetzt, da müssen wir gerade gucken. Oliver schreibt, geile Horde, mit Bauen macht doch Spaß, super Folge, wieder Ede. Ja, es macht Spaß, aber es muss natürlich auch vorangehen. Ne? Wenn wir das jetzt, was wir letzte Folge gemacht haben, 10 Folgen hintereinander machen, dann denken sich auch alle so, was soll das jetzt, ne? Das ist einfach so, ne? Also, ich schließe mich da nicht aus, ich bin genauso. Wenn es zu viel wird, dann schaltet man halt weg, ne? Und wenn ich selber schon sage, du, das würde ich mir nicht angucken, langsam wird es langweilig, ja? Dann werde ich sowas auch nicht als Folge hier hochladen. Weil man muss ja schon selber hinter seinem Content stehen, ne? Und nicht einfach, ja, hier, lad irgendeinen Scheiß hoch, die gucken schon alles, ja? Das machen wir nicht. So. Bringen wir erstmal die Edelsteine hier weg. Vielleicht hat die Gute ja wieder was für uns. Jetzt habe ich natürlich keine Stofffetzen gesammelt. Well, look what the cat dragged in. Bitte was? Die ist unmöglich, die Alte, ne? Die ist unmöglich. 21.000 haben wir mittlerweile. Puh, was haben wir hier? Reese Chocolate Bar? Nein, Burger. Guck mal, die sind sogar nicht teuer. Die kosten 79, die nehme ich direkt. Ah, können wir uns neue Burger machen. Kürbislaternen kannst du behalten. Eine Dämonenstatue, was soll ich denn damit? Manneke, nee, danke. Pistole, Policebatten, die ist 43, kostet aber 5.000, nee. Ich hatte eigentlich gehofft, hier irgendwo Mollys zu finden. Wenn die Mollys haben, direkt kaufen, ne? Direkt kaufen. Janker Handlebars, nee, danke. Robotic Hammer brauchen wir auch nicht, haben wir selber. Also. Hast du eigentlich einen Auftrag? Vergaben das so. Hier, beseitige Zombies machen wir mal. Gucken wir mal. Ja. Das Ding wird ja auch zurückgesetzt, ne? Und das, wäre das da hinten?
Wo wäre das denn? Stufe 1 säubern. Da, gehen wir nochmal hin. Bitteschön. Weil, ist zwar wieder dasselbe Haus, aber das müssten wir auch mal leveln, damit wir hier vorankommen, ne? Zu den hohen Quests, wo wir dann vielleicht mal bessere Belohnungen kriegen und so. Das könnten wir dann auch mal skillen. Und jetzt haben wir es wieder. Die Ausdauer. Oh, das macht nichts. Wir haben ja noch was zu lesen dann nebenher. So. Während wir Ausdauer tanken, können wir mal gucken, ob da wieder Post drin ist. Natürlich. Oh, können wir sogar noch nicht. Magnum-Vollstrecker. Nein, weil wir schießen eh nicht mit Magnum. Außer das, was wir nebenher sammeln. So. Der liebe Kai schreibt, schief ist Englisch und Englisch ist modern. Geniale Folge, liebe Ede. Danke, Kai. Schön, dass es dir gefällt. Und wahre Worte. Was hier drin? Eisen können wir auch sammeln. Brauchen wir für unser verbessertes Holz. Das müssen wir sowieso wieder sammeln gehen. Ne? Wir haben nichts mehr, aber wirklich gar nichts. Keine Steine, kein Holz. Wir könnten eigentlich alles ummähen, was hier auf dem Weg dahin ist. So, Knut schreibt, Baufolgen sind mir die liebsten. Das freut mich, Knut. Das freut mich. Und Hallöchen erstmal. Habe ich dich schon mal hier gelesen? Ich glaube nicht, ne? Okay. Haben wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, oder was? So, jetzt muss ich gerade wieder ein bisschen hochscrollen hier. Fratzengeballer, geiler Name, schreibt auf deine Frage, ob ich Baurunden sehen will. Mich holen sie nicht so ab. Also die reinen Baufolgen, beziehungsweise das Aufwerten. Ja, kann ich verstehen. Das muss ich echt dann ein bisschen, sagen wir mal, Timelapse oder halt rauscutten, ne? So, wenn man wirklich nur die Blöcke aufwertet. Kann man ja so eine Kombination machen, dass man ein paar Sekunden Timelapse macht, dass es etwas schneller geht und man den Fortschritt sieht. Und wenn es zu lang wird, dann cutte ich das dann einfach weg, ne? Weil es sehen alle. Oder es wissen alle, wie man aufwertet. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Was haben wir hier? Großvaters irre Soße, auch zerlegen. Magnum-Vollstrecker, schon wieder. Ey, nur Magnum-Vollstrecker hier. Was soll das? Was ist da drin? Schrott. So, die wollen, dass wir unbedingt mit der Magnum spielen, ne? Klaus schreibt, bauen ist okay, aber Zeitraffer wäre dann doch auf Dauer schöner. Jo, genau das, was wir gerade gesagt haben, ne? Klaus, hast du vollkommen recht. Wir spielen immer noch Apocalypse Now Mod Version 3.0 Experimental. Ich glaube, es ist mittlerweile die Stable draußen, ne? Aber jetzt bin ich wieder so ein kleiner Hosenschisser und will die hier nicht updaten oder so. Nicht, dass dann wieder alles weg und kaputt ist. Ich muss mal bei Discord nachlesen, ob man das kann oder ob man dann neu anfangen muss. So, was hier drin? Kennen wir schon, kennen wir schon. Zack. Ja, hier ist das, ne? Jo, da, guck. Also hier, Karls, Karls ist es. Okay, Shotgun Messiah. Dankeschön. Gehört der dazu? Können wir den jetzt nochmal looten? Das wäre ganz cool. Gucken wir mal. Ah, leider nein. Leider nein. Okay. So, dann müssen wir runterscrollen wieder. Rolf schreibt, Apnoe-Taucher schaffen so an die 10 Minuten Luft anhalten. Okay, würde ich niemals. Ich bin, ja... Wenn ich gut drauf bin, schaffe ich 30 Sekunden. Aber das war's dann auch. David schreit, bauen gehört mit dazu, Ede. Lieben Gruß an dich und alle Edenauten. Danke, David. Auch ein Gruß an dich. Und übrigens, einen schönen Feiertag an euch alle. Ne? Genießt ihn. Und an alle Papas. Ja, haut auf den Putz. So, weg damit. Die können wir alle zerlegen. Dankeschön. Kann ich den zerlegen? Unberührt. Aha. Sehr gut. Guck mal, da kriegen wir Stahl raus. Den können wir gebrauchen. Da können wir uns vielleicht schon das Motorrad bauen. So, und du musst dir die Datei runterladen von der Webseite und dann in deinen Ordner entpacken. Müsste Mods heißen in deinem Ordner Apocalypse Now. Was meinst du jetzt genau, André? Das mit dem Tauchen oder was? Oder was für einen Mod soll ich mir runterladen? Keine Ahnung, was du jetzt meinst. Pascal schreibt, armer Ede, auf Wasser ist es gefährlich. Sorry, wenn ich Fehler drin geschrieben habe. Das kommt vom Schnellschreiben. Da kommen mal Fehler rein. Du, Pascal, kein Problem. Solange ich weiß, was du meinst, ist das für mich überhaupt kein Problem mit dem Schnellschreiben. Ja, habe ich selber auch des Öfteren. Vor allem auf dem Handy. Ganz schlimm. Wenn man dann immer den Buchstaben daneben nimmt, ne? Und dann schreibt man. Und die anderen so. Hä?
Was will er uns jetzt sagen, ne? Ist halt so. Passt schon. Wow, wo kommst du denn jetzt her? Und dann noch mal ein wildes Wesen hier. Hat er uns jetzt mit einem Schlag 100 Leben weggehauen? Nicht dein Ernst, oder? Das ist krass. Boah, die bringen auch nur 25. Das ist ja voll der Beschiss. Also die lohnen sich nicht wirklich, ne? Muss ich mal sagen. Wenn die nur 25 bringen. Und da kommt der nächste raus. Aber ihr seht, jetzt wird es langsam interessant, ne? Guckt, das schon wieder ein Grüner hier. Verstrahlter Tourist, 558 Leben. Gut. Wir lesen den Rest vor, wenn wir den weg haben, ja? So, schaffst du das heute noch? Junge hauen hier rein. Okay, ich glaube, wir werden sterben. Habt ihr das gesehen? Was die einen Schaden machen? Das ist die nächste. Also, ich meine, unser Schwert macht auch gut Schaden, aber lass dich nicht erwischen. Heide Witzke hauen hier rein, du. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das langsam so böse wird. Wir brauchen gute Rüstung. So, jetzt sollte Ruhe sein. Gucken wir mal. Genau. Moonshine schreibt, willst du vielleicht fürs Bauen nicht einfach den Debug-Modus anmachen, zumindest fürs Unterwasserbauen? Also ich persönlich würde das nicht verteufeln. Kannst ja mal eine Umfrage starten, wie es die anderen sehen. So, darauf hat Epi geantwortet. Nee, der Schmerz muss schon da sein. Ja, was sagt ihr dazu? Sollen wir den Debug-Modus zum Bauen anmachen? Ich kann das ja mal zeigen, ne? Das ist der hier, DM, kennen wir. Wenn ich Q drücke, mache ich Gottmodus und Fliegen an, ja? Das heißt, wir tun nicht ersticken, unser Leben ist immer voll, Ausdauer auch. Ich kann aber auch nur H drücken, dann kann ich hier fliegen, ja? Also, den sollten wir dann anmachen. Schlägt Moonshine vor. Was sagst du dazu? Schreib's einfach in die Kommentare unter der Folge hier, ja? Dann können wir mal diskutieren. Ich mache ihn jetzt extra nicht an. So. Weil wir natürlich nicht hier als Cheater gelten wollen, ja? Sagen wir es, wie es ist. Aber das ist ja, ne, jedem selbst überlassen. Wenn man jetzt so wie ich hier Videos macht, ist das natürlich ein bisschen doof, gebe ich ehrlich zu, ja? Wenn man privat für sich alleine spielt, kein Problem. Mache ich den auch oft an. So, aber da tut man dann ja auch niemandem weh, ne? Aber ich bin halt der Meinung, wenn ich euch hier was zeige und mit euch zusammen was machen möchte, dann muss das schon ehrlich sein, weil cheaten kann jeder, ne? Und ja, dann brauche ich sowas nicht zeigen. Wenn ich dann hier mit dem Gottmodus durchlaufe, keinen Schaden kriege und bam, 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 alle umhaue oder so, ne? Zum Beispiel. Das wäre ja richtig lame. So, hier ist noch was. Gib mal her. Dankeschön. War die jetzt alle leer hier? Ich hoffe. Jetzt hier drin. Durchaus noch welche hier drin sein, ne? Natürlich ist es wieder am Regnen. Was auch sonst, ne? Was auch sonst. Immer am Regnen. Ich muss sagen, so langsam zieht die echt an, die Mod. Weil wir halt schon viel killen, aber noch nichts wirklich haben. So, wer ist hier drin? Niemand. Okay. Wir haben echt noch nichts hier. Säubere das Gebiet. Das heißt, es muss auf jeden Fall noch jemand hier sein. Frage ist nur, wo? Können wir eigentlich schon hier Dingen skillen? Mal zu, da haben wir zumindest... Nicht, dass das Dach hier offen ist. Nein. So, da muss er zumindest zwei, dreimal da draufhauen. Haben wir hier vielleicht irgendwo Health Boost? Das könnte man. Dafür brauchen wir Medic Class Level 3. Okay. Eiserner Magen. Machen wir 1, 2. Quicker Crafting. Geht noch nicht weiter. Dafür brauchen wir General Perks auf 20. Uff, das kostet jetzt 8 Punkte. Alter. Nee, was ich möchte, ist hier ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwo... Henker? Was ist denn bitte Henker? Where are your instructions? You're smart, but remember to point it away from you and pull the trigger. Damage and stun victims. Ach, für Stun-Buttons, für die Elektroschockstäbe. Die benutze ich sowieso nicht, von daher egal. Machine Gunner braucht auch General Perks 16. Boah, die sind natürlich verdammt teuer, ne?
Laufen und Schießen. Also hier ist nichts bei von wegen L-Faktor. Der ist hier drin. Dafür brauchen wir den Medic. Halt die Frage, tue ich erstmal jeden einmal skillen hier oder lieber was anderes schon mal? Ich meine, der ist jetzt auf 3, da haben wir wenigstens schon mal ein bisschen hier, ne? Robotics und Sprengmeister ist mir gerade egal. 10 for Rocket Launchers, increase damage, 10% Reload Speed, aim faster and greater, craft Pipe Bombs, Pressure Plate and Cooking Pot Mines, okay. Gas Cans, Grenades, Anti-Personal Fragmentation Rockets, Mega Pipe Bombs, was auch immer das ist. So. Was haben wir hier? Gunpowder and Stack of Mega Exploding Arrow Balls. Müssen wir mal gucken, ob wir das wollen. Sieht es eigentlich aus? Hier haben wir noch Platz? Wir haben noch Platz. Okay, dann können wir die hier nämlich auch zerlegen. So, weil wir jetzt langsam mal Ressourcen mitnehmen müssen. Müssen ja gleich auch noch. Oh nein, der Keller. So, wer ist hier noch? Lebt hier noch wer? Da unten drin vielleicht. Das war der mit. Ah, guck mal, jetzt haben wir 4 Stück. Hier drin. Also auf dem Dach dürfte nichts sein, ne? So, und zum Schluss schreibt André noch, war eine falsche Info, die richtige Info heißt Underwater. Okay, wollen wir mal gucken, Underwater. Underwater. Wir kopieren das mal, also hier finde ich nichts. 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 Also... In der Hand können wir sie schon mal nicht craften. Fragen wir es, wie es ist. Müssen wir gucken. Hallo. Du sollst das richtig zerlegen und nicht kaputt hauen. Oh, wer ist der hier durchgesprungen? Was hier drin? Oh, toll. Ja, die Einser-Taschen-Pockets hier, die kannst du behalten. Ich glaube, der ist hier durchgesprungen, ne? Kann das sein? Die zerstört. Jo, nehmen wir trotzdem mit. Ich weiß gar nicht, wie viel Stahl wir jetzt haben. Ich glaube, wir brauchen 40, 50 Stahl irgendwie, ne? Wir haben jetzt 7. Wow, für das Moped. Also, das kriegen wir schon noch hin. So, was drin? Ein blauer Hammer, nice. Jetzt können wir es zerlegen. Diesmal nehmen wir hier alles mit. Ha, guck mal da. Ein mechanisches Teil. Aber ihr habt recht, du kriegst so gut wie gar nichts mehr raus, ne? Das ist echt übel. Was hier drin? Was hier drin? Knochen. Leben haben wir 126. Pff, überall nur ein Knochen drin. Veräppeln. Das hier. Stahl, nice. Weißt du, mehr Stahl da drin als... Alter. Ran? Komisch. Sehr gut. Das Auto zerlegt so. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir hier runtergehen. Wenn die alle so rennen und schreien, ne, dann wird's lustig. Hier überhaupt. Ah, hier ist die Tür, okay. Oh, eine wilde Elke. Keine Gefangenen. Keine Gefangenen. Sind wir fertig? Nein, das heißt, irgendwo muss noch einer sein. Hallo? Ist noch einer drin? Nein? Dann ist er da drin, ne? Wo soll der denn sein, wenn ich fragen darf? Auf dem Dach? Kann man aufs Dach? Säubere das Gebiet. Sehen wir das oben noch irgendwo? Ich sehe jetzt keinen auf die Schnelle. Seht ihr einen? Hm. Wo mag er sein? Hier hinten? Hier ist auch nichts. Nö. Keine Ahnung. Kommt man hier überhaupt aufs Dach?
den denn bitte? Kann ich die zerlegen? Kann ich, sehr gut. So. Wo soll der denn sein, verdammt nochmal? Ah, guck mal da, da geht's hoch aufs Dach, ich Depp. Kein Wunder. Dann ist er auf dem Dach. Frage ist, wie viele nachgeladen ist. Hallo? Da hinten sitzt... Ah, guck, da steht er doch. Einer, zwei. So, jetzt ist noch einer da hinten drin. Auf jeden Fall, komm her. Geh weg. Wer kommt da? Da haut auch noch irgendwo einer rum. Kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, ne? Geil, irgendeine fette Fliege hier. So, wie viel haben wir denn noch? Zwei, okay. Was hier drin? Wo, das kennen wir noch nicht. Panzerbrechende 762, die können wir leeren, das ist super. So, und jetzt müssen wir unten noch leer machen, ne? Da haben wir das Regal und alles vergessen. Und dann können wir die Quest abgeben. Was hier drin? Schraubenfedern, auch gut. So, heute haben wir echt mal gut gelootet hier. Haben wir feini gemacht, ne? Ah, guck mal, hier haben wir aber einen vergessen. Eine 60er. Hm, braucht man nicht. Wir haben ja unsere Ratsche. Hier gucken. Du kannst da unten rumhauen. Gerne. Was hier drin? Zerlege ich. Benutzen wir eh nie. War hier nicht ein Safe? Hier war doch Safe and Safe, oder? So. Oder war der hier? Machen wir gerade zu. Kann ich in Ruhe gucken. Wir sind schon wieder überladen. Immer sind wir überladen. Warum ist Ede immer überladen? Kann mir das mal verraten hier. Was da drin? Wow. Verhalten. Ein Kriecher. Oh, guck mal da. Hätte man fast vergessen. Zack. Was ist da drin? Stallion Chassis. Mhm. Interessant. So, konnte ich hier nicht irgendwie einen Knopf drücken und er macht die Tore auf? Nee, ne? Zurück zum Händler müssen wir. Da gehen wir jetzt mal hin. Kommt der andere Depp da auch noch gerannt, ne? Ist das ein normaler oder ist das wieder irgendein... Ach, ein Weak-Zombie, okay. Die Weaken sind kein Problem. Die, die hier rausgerannt kommen und dir eine klatschen und 100 Leben abziehen, die sind das Problem. Wie viel Stoff haben wir jetzt eigentlich? Hier raus könnten wir erstmal wieder Rezepte Holz machen. Das verstehe ich auch nicht so ganz, warum man daraus aus dem Rezept mit dem Rezept Holz machen muss und da nicht direkt Holz rauskommt. Das ist wieder einfach so, um das ein bisschen auszubremsen, mehr nicht, ne? Aber okay, so ist die Mod, wir müssen es akzeptieren. Auf geht's nach Hause. Beziehungsweise zu Jen, gucken, was die uns anbietet. Haben wir noch leere Gläser hier, die wir gerade voll machen können? Ich sehe keine. Nein. Alle zu Hause, ne? Alle zu Hause. Pilze, danke. So. Wir haben Tag 16 und wir laufen hier immer noch rum, ohne irgendein Fahrrad oder sonst was. Das ist schon krass. Wir geben jetzt die Quest ab und dann gucken wir mal, was wir brauchen für... Kennen wir schon. Was wir brauchen für das Moped. Dass wir da wenigstens mal vorankommen. Bei Benzin haben wir jetzt schon ein bisschen. Damit können wir das dann gut betanken. Und wir sind viel schneller unterwegs hier. Wir müssen nicht mal so rumkrabbeln. Das nervt schon ein bisschen. Aber nur so ein bisschen.
bisschen. Nur so ein Klitzelsbitzels. So. Zehn überladen. Vielleicht können wir dem auch direkt wieder was verkaufen. Ich habe auch mal überlegt, irgendwann, wenn wir Langeweile haben, ja, da man den abbauen kann und man Trader Gen nichts tun kann, ne, werden wir den hier, glaube ich, komplett kaputt machen, sodass Gen nur noch hier auf dem Tresen steht da. Mit ihrem Trailer. Oder den hier auch komplett wegmachen. Das kann man ja auch, ne? Ich meine, so viele Hitpoints hat er nicht. Dass sie nur noch alleine hier auf der Wiese steht oder so. Das wäre lustig. Pitchfork-Schematik. MRAP-Schematik. Wofür ist das denn? Wüsste ich gerne mal. Schlagabwehr reduziert Fallschaden. Das hier kenne ich nicht. Deswegen nehme ich das mal. So, jetzt sieht man auch hier schön Administrator-Optionen, ja, weil wir halt den Debug-Modus angemacht haben. Die sind leer. Die tun nicht nochmal neu spawnen, ne? Schade. Was bringt das denn hier? Wir benutzen ihn einfach, dann können wir ihn machen. Den werden wir garantiert wieder für irgendwas brauchen. Sonst wird es ihn ja nicht geben. So. Zerstörte Schmiede. Geil. Kann man die hier? Drücke E. Aha! Aha, ein Chevalier Sword. 24,5 und ich hier 53. Iron Pipe, Police Baton, Scrap Sledgehammer, die benutze ich sowieso nie. Love Shacks Tickle Stick. Alles klar. Nein, danke. AK-47 Receiver, M60 Receiver. Was gibt's denn bei den anderen hier? Verbände. Mhm, Antibiotika kann man da kaufen, das ist gut. M-tückische Kätzchen, die sind mir egal. Mollys! Mollys! Die sind gekauft. Dankeschön. So, was haben wir hier? Klauenhammer, Eisenschaufel, Scrapclawhammer, das interessiert mich alles nicht. Ein Amboss ist da drin. Also hier kann man immer mal einkaufen gehen. Das ist schon mal gut. So, weg hier. Ab nach Hause, das Zeug wegtun. Und wir müssen dann gucken, was wir für das Motorrad bauen. Geskillt haben wir es, bauen können wir es ja. Also wir haben so Glück gehabt hier mit unserem, wie heißt das Ding? Thermalkatana, ne? Das ist echt gut. Ist richtig gut. Nur das hier macht mir Sorgen. Wenn ich das sehe, wie das hier zerkloppen und sich da überall hochbauen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Oder wir gehen in Working Stiff dann bei der nächsten Horde. So. Ich glaube nicht, dass das nochmal hält. Aber gucken wir mal. So, das war ein normales Motorrad. Ne? Mini-Motorrad? Nein, hier Motorrad. Das braucht Motoren. Haben wir. Räder haben wir eins. Können wir auch noch machen aus der Säure. Motorradfahrwerk und Motorradlenker haben wir auch. Okay. Was brauchen wir denn für das Fahrwerk? Können wir das hier überhaupt an der Schmiede machen? Motorrad. Fahrwerk. Hier. Darf ich hier nicht drin machen? Brauche ich eine Dingens für? What? Warum denn das? Wir bräuchten dafür 25 geschmiedeten Stahl. Wir haben hier 11. Wir können ja erstmal gucken, ob wir überhaupt genug haben. Ja? So, da haben wir noch 8. Das heißt, wir hätten 19. Die ersten 4 lassen wir mal. So, jetzt packen wir mal alles rein, was da geht. Wenn wir sehen, der Stahl ist weg, dann wissen wir, wir haben noch irgendwo welchen liegen. Überall der Schutt hier. Überall der Schutt. So, und da ist er auch weg. Okay, 27. Wir hätten genug. Wir hätten genug. Das ist schon mal gut. So, und hier. Weg damit. Und schon wieder alles voll. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Hier können wir tauschen. 56 gegen 38. Hier ist noch ein Platz frei. Leute, das wird absolut katastrophal oder ätzend, wenn wir das alles umziehen. OMG. 44. Ich glaube, wir brauchten 48 für ein Rezept, ne? Jo, ich kann es mir nie merken. Rein da. Oh, hier haben wir 2 richtige. Mhm. Sehr gut, dann können wir die hier nochmal irgendwo hinhängen. So, weil wir brauchen ja Platz, ne? Dann alles rein da. Das sieht mich gerade überhaupt nicht.
So, weg damit. Das Holz bitte nicht weg. Das haben wir hier. Drei Steine. Yay. Da müssen wir auch noch ein bisschen sammeln gehen. Oh. Ja, ne? Wo waren die Stofffetzen? Dann können wir da... da sind die Stofffetzen. Sehr gut. So, dann können wir nämlich die Quest nochmal machen hier. Wo waren sie? Quests. Stefans Schatzkarte. Da müssen wir auch noch hin. Hier, Survivalist. Das möchte ich. Ups. Quest entfernen. Nein, auf keinen Fall. Aktiv an... aus. So, gefütterte Kapuze. Was haben wir denn da? Fee nicht, aber gefüttert. Gefütterte Beinschienen. Brauchen wir die? Wahrscheinlich brauchen wir alles. Fertige, 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 fertige. So. Tada! Sehr gut. Survivalist, Glasbook sammeln. Rezepte, Survivalist. Fertige. 62 sind wir schon. Das ist super. Wie lange dauert das? Die werden wir natürlich nicht anziehen. Die können wir direkt wieder zerlegen, weil wir haben ja besseres Zeug. So. Wie lange braucht er? 30 Sekunden. Okay. Das heißt, hatten wir hier in der Nähe irgendwas? Da ist die Nitratmine. Da könnten wir durchaus jetzt noch ein bisschen... Ah, guck mal hier. Könnten wir durchaus noch ein bisschen sammeln gehen, ne? Weil wir haben keine Steine, nichts, um hier... aufzuwerten oder um Beton anzuwerfen. Gar nichts. Was fehlt da? Alles. Bruchsand, kleine Steine, Zement. Wir könnten. Wie viel kleine Steine haben wir überhaupt? Lass mal gucken. So, sehen wir das hier. Da ist das eine Rad. Das ist gut. Hier ist Zement. Da ist Bruchsand. Kleine Steine werden wir wahrscheinlich wieder gar keine haben, ne? Oder ich sehe sie jetzt wieder in dem Tohuwabohu hier nicht. Ich sag ja, ey, wir müssen unsere... Wir müssen die Base da hinten fertig kriegen. Auf jeden Fall. Hier ist nix. Hier sieht es hier aus. Auch keine kleinen Steine. Was ist das hier? Red Chassis ist leider was anderes. Ist kein Motorradfahrwerk. Bonus Stoffrüstungsset öffnen. Wow, genau dasselbe drin, wie wir gebaut haben. Nur halt ein bisschen besser. So, Class Survivalist jetzt auf Level 1. Mit den Quests hast du dann bestimmt alles direkt, das gibt ja gut Punkte, können wir verkaufen. Hast du bestimmt direkt, alles wenigstens auf 1, ne? Gucken wir mal, wo ist der Survivalist? Hier, gut isoliert, Parcours, leichte Rüstung. Das catcht mich jetzt nicht, muss ich sagen. Leichte Rüstung, Parcours ist okay, aber da brauchst du dann schon, guck, Stufe 2, Stufe 5, Stufe 7, das ist schon übelst, ey, mit den Büchern. Wir machen mal auf 1, ja? Können wir hier sonst noch irgendwas vom Land leben? Könnten wir da weitermachen? Nein, da brauchen wir das auf 4. Wir haben es auf 2. Das ist so übel, ey. Das ist echt so übel. Hier könnten wir aber was reinskillen. Aha. Ja, Wagemut der Abenteuer. 10% more Dukes und so. Faster looten. Können wir auch machen. Sehr gut, haben wir das auch mal alles auf 1. Warum habe ich das nicht geskillt? Besser verhandeln. Junior Chef. Okay, quicker crafting. Braucht hier wieder. Wo können wir einen machen, ne? Jo, 8 Punkte. Ey, das ist so böse. 9 Punkte, 10 Punkte, 11, 12 Punkte, 13. Guck mal, das sind 25. 35. Und... 44 Punkte brauchen wir noch, damit wir das hier komplett durchskillen und dann hier alles skillen können. Das ist schon assi, oder? Das ist schon assi. Ist der Hammer, was das kostet, ey. So. Ja. Für die Quest haben wir einiges bekommen. Wir können jetzt nochmal gerade... Wir gehen noch das Zeug verkaufen und dann holen wir uns bei Jen noch eine Quest. Ich hoffe, hier kommt nicht wieder irgendeine Wanderhorde. Die soll mich bloß in Ruhe lassen. Vor allem, weil die jetzt alle rennen und nur noch Feralinskis sind hier. Ja. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Colin Farrell, ne? Colin Farrell, ja? Der Colin Farrell. Ha! So. Jupp. Tag, da sind wir wieder. Verkaufen. Also was Neues? Eigentlich nicht. Cowboy-Hut hat sie.
Was? Medical Supplies? Okay. Ja. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen buddeln. Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Und ich sage wie immer, danke für deine Zeit.